So, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator. Wir sind an Bord der Linie 11 momentan, der Golden Island Rundfahrt. Und ich glaube, was kann ich noch dazu bestimmen ist? Hier. Sie waren schon bei mir. Erwischt. Noch einer, wow! Oh, ich hab sie doch schon gezeigt. Vorsicht, da steht ein Bär hinter Ihnen. Ja, genau. Das hat wohl nicht gezogen. Nö, aber das war die Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Hier ist sie. Nochmal. Meine Fahrkarte? Oh, die muss der Hirsch da gefressen haben. Krass, vier Leute allein auf der Route, auf dem Ding jetzt hier. Krass. Warum nicht? Vier Leute haben es jetzt tatsächlich. Okay, du bist noch alle, die vom Anfang her wundert. Aber wenn die jetzt hier links abgebogen wäre, wäre so schwarz wieder auf dem Weg zurück. Da müssen wir drüben Geld annehmen. Wir sind ein bisschen in der Schulden, in den Minus, in der Schulden, in den Schulden. Ich befürchte, dass wir sonst den Bus verkaufen müssen. Das wäre natürlich blöde. Oh, es ist kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Ich brauche nochmal. Na klar, hier, bitte. Na klar. Oh, Augen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Da, hier. Habe ich Ihnen bitte schon gezeigt. Nee, egal, ich kontrolliere noch fünfmal. Moment. Ihr seht doch eh alle gleich aus. Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So. Na, ja, brauchen ein bisschen. Wenn die Route jetzt, glaube ich, durch ist, dann hätten wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, wieder Zahltag. Ich kann aber, glaube ich, auch keinen Bus jetzt kaufen, wenn ich Minus bin. Machen wir auch nicht. Sonst wäre ich im Soll gewesen. Zumindest haben wir jetzt noch mal vier oder fünf Schwarzfahrer erwischt. Das sind halt immer wieder ein bisschen Kohle, aber ja, das machen wir noch. Das kriegen wir schon hin. Sonst müssen wir halt leider verkaufen. Die Triple-Decker. 4,95. Das ist günstig. Für einen Burger in der größten Ordnung mit Pommes dabei für 4,95. Also bei dem Goldenen Lamm kriegst du es nicht in der Preisklasse. Definitiv nicht. Da kostet, glaube ich, alleine schon der Big Mac fast 3-4 Euro. Ich weiß auch damals, wo ich das erste Mal da war, da hätte der Big Mac, glaube ich, 2,60 Mark gekostet. Dann ging es ja mal auf 2,65 Gramm. Mittlerweile sind wir bei fast 4 Euro. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich werde auch lange, ich werde auch nicht mehr hingehen, aber ich glaube immer in der Preisklasse sind wir bestimmt schon. So, dann fahren wir zurück zur Mothmall und ich hoffe, dass wir uns wieder nicht den Kollegen erwischen, der da vorne sein Bus mal kurz um die Palme geparkt hat. Sie musste ich ja die letzte Route erfahren. Eigentlich war es gar nicht geplant, aber gut, okay. Naja, manchmal hilft man auch mal gerne.
Ist das auch nicht genau das Maul? Hi. Ich muss heute einen Job machen. Hey. Du sitzt dich nicht, also? Du sitzt dich jetzt gerade auf meinem Platz? Du hast dich jetzt gerade auf meinem Platz hingesetzt. Ich bin doch kurz aufgestanden. Fahrkarte. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Moment. Hier. Was? Ach so, ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ich wollte gerade sagen, ich krieg da noch Minimum ein. Ich hab's schon gesehen. Ich hab sie doch schon gezeigt. Okay, hier. Wie assi ist die. Wie olle assi bist du denn drauf? Heise kalt, ich bin doch nur aufgestanden. Die Fahrkarten zu kontrollieren. Entschuldigen, darf ich mich dazusetzen? Nein, darf ich nicht. Ich sitze natürlich gerade jetzt vorbei. Das ist doch wieder kein Platz drauf. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Welche Säule gehe ich lieber zu Fuß? Ja, mach das. Warum misstrauen Sie mir? Ich habe eine Fahrkarte. Nö, hast du nicht. Ich erwisch dich schon noch. So, gucken wir mal, ob wir uns jetzt wieder den tollen Bug bekommen, den wir aus der letzten Folge noch kennen. Der, wie gesagt, der Kollege, der da meinte, den Bus kurz irgendwo jetzt lösen. Achso, jetzt ist das Auto durch. Okay. Jetzt musst du hier links. Genau, in die Disco nicht, mich gerade die Musik, die auf dem rechten Ohr drauf hat. Die muss bleiben auch. Und jetzt haben wir hier links. Und jetzt fahre ruhig zum Mall und hoffe, wie gesagt, dass da nicht jetzt irgendwann noch mal so ein Bug passiert. Aber es hat viele Schwarzfahrer auf der Runde gewesen, definitiv. Ich fürchte, dass wir nochmal selber noch fahren müssen. Das werden wir auch noch tun. Dafür werden wir auch nochmal die Route 1 fahren. Die geht am schnellsten, weil ich muss halt Kohle verdienen auf die Schnelle jetzt. Ich will halt jetzt irgendwann noch nach und nach mal meinen Gelenkbus, mal mein Dings kriegen, meinen Erdgasbus kriegen. Da sind wir angekommen. Dankeschön! Und diesmal kein Bug davor. Gut! Wir müssen sowieso jetzt noch mal eine Runde fahren. Ich überlege gerade, was war. Wie war denn mal die Route? Esmond Avenue. North Mall. So scheiß. Blöden. Kontrolle. Gehälter, Erwartung. Ich hab 5 Busse. So. Ich muss mal kurz antasten. Ich habe ja den neuen jetzt auch gekauft. Die Highlander Pack oder die Golden Island anpassen. Da kriegt nämlich ein bisschen Werbung.
West Awkward Club, ja, der kriegt nämlich ein bisschen Werbung für die Disse, dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Werbeeinnahmen. Cool, Pete Speed, Werbung. Ach, du kannst momentan nicht kaufen, ich kann nämlich keine Werbung kaufen. Das ist wieder Arsch. Ja. Keine Aktivität zwischen 0 und 4 Uhr. North Mall. So. North Mall. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Route fahren, das ist klar. North Mall. North Mall. North Mall. Ja, fahren wir die nochmal. Weil wir müssen schließlich dicke, dicke Kölke dann. Wir müssen ja Werbung machen, ne? Clinton Avenue. Wir könnten ja auch mal rüber gehen zur Links, aber wir müssen halt hier weitermachen erstmal. Das machen wir auch. So, moin, Leute. Keiner. Die Leute aus Lakeside, die sind solche Snobs. Die hatten nur Glück, dass die Villen dort vor Jahrzehnten billig waren. Nächster Halt, Sierra. Oh, war das ein Eichhörnchen da drüben? Nö. Ich war so traurig, als Winter of Passion letztes Jahr zu Ende ging. Aber dann kam Spring of Affection. Jupp. Ausstieg erwünscht. Tag. $60,000, mein. Aber wollen wir nicht haben, ne? Damit sind wir wieder im Plus. Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich nicht. So, wir werden natürlich jetzt ein bisschen sparen, damit wir halt wieder mal den Gelenkbus noch kaufen. Ich hasse Menschen. So, wollen wir den kleinen hier blocken? Nimm mal. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, drei Stück. Gib ihm 43 zurück. So, Kasse verlassen. Wo ist denn der Block hier? Hier. Chef. Du bist... Geh mal durch, Mann, und du wirst die ganze Zeit kontrolliert. Weil du bist bestimmt... Du musst dich gleich vom Koffer der Wecker verschwinden, ich brauche direkt... Na klar.
Daher stirbt jetzt hier noch einer von euch. Einer von euch wird schwarz. Wo hab ich da denn? Da bin ich mir fast sicher. Hier ist meine Fahrkarte. Ist für kleine Otterstempel nicht zu niedlich? Irgendwer hier hat doch kein Ticket. Ich krieg's ja doch. Fast, ja. Nicht alle, aber fast alle. So, gehen wir mal rein in die gute Stube hier. Verdischt. Jetzt sehe ich hier die Spiegel auf links. Das heißt, es ist kein Problem. Ich schau mal jetzt mal nicht über die rote Ampel. Nächste Haltestelle, Jetty Drive. Jetty Drive. Oh nein, ich bin da nochmal schon fahren. Aber ich glaube, das ist immer dasselbe. Drone-Swarm zu spielen ist irgendwie entspannend und stressig gleichzeitig. Ich habe meiner Katze gesagt, wie seltsam Leute aussehen, die behaupten, ihre Hunde würden sie verstehen. So, normale Fahrkarte. Tageskarte. Du willst die Studentenkarte jetzt einfach auf der Karte ausdrücken. Danke schön. Bürgersteigung, okay? Naja. Sea Drift Square. Ich weiß nicht, was das hier ist. Scheiße, Position. Wie war das noch gleich? Oui. Ich brauche eine Fahrkarte. Grandeur. Stimmt. Es war Gruyère. Danke. Einfache Fahrt, bitte. Danke. Kein Problem. Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Das stimmt tatsächlich. Und da spreche ich jetzt tatsächlich mal aus der Sicht eines Fahrers. Ich bin nämlich Busfahrer, und es ist manchmal tatsächlich interessant, so ein bisschen mitzubekommen oder mal hinzuhören, was erzählen eigentlich so Fahrgäste manchmal so. Oder auch, ich bin auch schon als Fahrgast natürlich mal mitgefahren, auch mit Kollegen schon ein paar Mal mitgefahren und natürlich auch dann kriegt man so ein bisschen was mit. Warte mal, ich muss auch kurz den Fahrgast wecken, wollte ich sagen. Warte mal, ich stehe natürlich wieder auf der Kreuzung, das ist natürlich immer super. Ist es so eigentlich gar nicht mal so uninteressant, teilweise mal hinzuhören, was erzählen eigentlich Leute so.
dieses neue Fischrestaurant in Chinatown. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wow, perfekt geparkt. So, aber die Rampe rausfahren wegen dem Rollstuhlfahrer. So, das ist Ende der Route erreicht. Lake Anza Road. So, ich bin jetzt wieder auf 50.000. Also die 1 gibt mir ja mittlerweile richtig Kohle. Ich versuche gerade schon eine Route. Chinatown West. Chinatown West. Haben wir denn überhaupt noch was? Wir haben jetzt 5 Bus auf der Bahn, ne? Soweit ich das richtig verstanden habe jetzt gerade. North Mall, Lake Anza Road. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich die ganze Zeit immer 1 fahren und so jetzt natürlich Kohle machen ohne Ende. Das wäre jetzt auch nicht gewonnen. Ich überlege gerade, was wir machen. Jetty Drive. Was ist denn das hier? Warte mal, City Hall North. Ich muss mal Oakwood ein bisschen aufbauen. Marina. Marina. Da ist noch ein Halt. Jetty Drive. Jetty Drive. Jetty Drive. Das ist ja... Fourth and Nimitz. Genau. Sierra Street, Esmond Avenue. Gut, da die beiden Lake West, West Oakwood High Street. Bissell Avenue. Highlander Park, da ist noch eine und da die Mitte und da rechts. Das sind noch einige aber noch, ne? Clinton Avenue. Transit Terminal. Ich baue sie jetzt gerade mal ein bisschen aus, die Route. North Mall. North Mall. Sierra Street. Sierra Street. Sierra Street. Du hast die Highlander Park Church. Highlander Park Hotel. Ich habe jetzt noch alles ausgebaut. Da oben ist Lakeside View. Kann ich die ausbauen? Nächste Tür haben wir natürlich noch nicht. Die haben wir nur als. Lake Anza Road. Da ist noch eine. Seadrift Square. Rick Matcher Middle School. Gut. Weil wir natürlich jetzt wieder einige Strecken ausgebaut haben. Jetty Drive, Nimitz and Seadrift. So. Transit Terminal, Sierra Street, Lake Anza Road. So. Hier kommen wir noch nicht durch. Also wenn ich wie hier unten. Es dauert natürlich alles, bis wir hier die ganzen Eagles. Okay. Und so, ich glaube, die können wir nämlich auch alle nicht machen. Das dauert alles noch. Die Karte ist nämlich verdammt groß, also da ist noch einiges zu tun. Auf alle Fälle. Und dann haben wir ja noch Sea Valley. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Das müssen wir ja auch noch irgendwann mal machen. Aber das wollen wir nicht jetzt. Chinatown West. Ich will gerade was machen. East 3rd Street. San Pablo and Andrade. Ich meine, wie gesagt, ohne den Gasbus kann man nicht weiter. Wenn wir nämlich den Gasbus haben, setzen wir den nämlich auf die Golden Island Route und die Golden Island Route setzen wir woanders. Den Bus setzen wir dann wieder auf eine andere Route auf. Dann hätten wir nämlich den 6. Bus, aber ich brauche jetzt erstmal, wie gesagt, Kohle. Und ich überlege gerade, was wir fahren als nächstes.
3, awkward. Jetzt fahren. Was heißt, nehmen wir jetzt mit. Fahren wir jetzt ein bisschen nach und nach die ganzen Routen mal ab, um einfach mal drauf ein bisschen Kohle zu verdienen. Weil wir brauchen ja Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ohne Wurst, nix los. Nächste Haltestelle ist Jetty Drive, den wir jetzt gerade aufgebaut haben, die Route. Wir sparen jetzt natürlich ein bisschen das Geld. Ich habe jetzt die ganzen Strecken, die jetzt noch so offen sind, alle aufgewertet gehabt. Ja, man lässt sich auch sehr gut fahren. Also das ist ja mein erster Bus überhaupt gewesen. Ist ja da oben. Ich fahre jetzt nur zur Startposition gerade mit dem hier. Oh. Also das ist nicht beabsichtigt. Mal kein Ding. Wo ist denn schon? Ich hab schon wieder ausgebaut, wir haben nur gerade ausgebaut. Die Zeit ist nicht so häufig, ne? Einfache Fahrt bitte. Okay. Die Tageskarte raus. Danke. Fahrrad, aber das ist kein Fahrrad, da so rumsteht, beziehungsweise das Fahrrad, was rumsteht. Wir warten jetzt bis zum nächsten Zeittag, wir müssen jetzt bis zum nächsten Zeittag kommen. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Gerne.
fahr doch mal weiter da vorne. Mein Gott. Ich hab keine Zeit. Hallo. Entschuldigen Sie. Los. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Ich hab einen Zeitplan. Oh ja, schlaf doch ein da vorne. Da kommt doch nichts. Biegt doch ab. Wie so eine Kacke hast du denn nicht noch Verspätung, weißt du? Ich hab die Zeit locker geschafft. Hallo! Kann man mal weiterfahren nach vorne oder ist das jetzt hier zu viel? Boah, Alter, schlaf doch ein. Ey, das ist ganz blöd da vorne. Ich weiß, das macht man normalerweise nicht. Und das ist mir ganz, das ist mir ganz zu blöd. Fahr weiter da vorne. Meine Güte, ey. Ja, kann ich schon rausnehmen. Ja, fahr weiter, komm. Wenn du weiterfahren kannst. Oh mein Gott, das passt doch locker hier. Oh nein, Rollstuhlfahrer. Alltag, ne? So, Sir, ich wollte die Wurde verkackt, einfach verkackt und die Ich habe versucht, Steven zu erreichen, aber er geht nicht dran. Ich denke, er ist immer noch krank. Oder schon wieder? Ich komme nicht mehr mit. So. Ja, wie solchen Leuten nutze ich immer zur Verspätung, weißt du? Wir hängen schon mit den dritten Haltestelle hinterher. Sogar einen Schein abbauen, die wir hier, glaube ich, unser wird sogar Werbung machen. Das Spiel kann jetzt langwierig sein und das wird auch wahrscheinlich sehr langwierig dauern. Oh, ist das schon wieder eine Stelle hier raus? Ja, stimmt, vor so einem Limit ist die letzte eine Stelle hier auf dieser Route. Ah, ne, hier. Hab ich das schon getan?
zur Route wählen. Dann haben wir die 3 jetzt auch mal abgefahren. Jetzt fahren wir nochmal die 4 ab. Noch bei 2.3. Haben wir eure Zeittag? Ja, haben wir nicht, haben, ne? Bietet sich gerade jetzt ein bisschen an, weil wir jetzt eine Haltestelle haben, die relativ da beieinander ist. Das sind jetzt, glaube ich, 5 Haltestellen oder so nur auf dieser Route. Ich fahre sie jetzt nach und nach mal alle ab, eben, um halt den Zeittag zu aktivieren. Die brauchen wir ja nicht mehr. Ich höre den Gesprächen, dann weiß ich auch nicht, das zu viel, ja. Ist perfekt, um zu Hause zu sein. Mach Feierabend, ich habe keine Lust mehr. Alles ist gut. Das haben wir jetzt. Den Freitag machen wir noch einmal mal Ende für heute. Dankeschön. Nächste. Studententicket. Startenskarte. Und gib ihm. 60 Cent zurück. Wiederher. Und weiter geht's. Einfache Fahrt bitte. Alles klar. Dann ein Ticket. Den muss ich unbedingt rein. Habe ich schon. So, wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Ich schütze wie die nächste Stelle, das heißt gerade auch die große Runde. Okay, gut so. Das Wetter wird aber auch nicht besser gerade. Schüssen. Jetzt müssen wir quasi mehr oder weniger einmal komplett außen rum hier, weil die Haltestelle quasi nicht allzu weit voneinander weg waren. So, da kann ich jetzt nicht vorbei, weil es ist eine rote Ampel, die man ja schön sieht, und halt stehen bleiben. Was? Fahren wir jetzt nicht Route 4? Hä? Warum auch immer? Und ich verdiene trotzdem Geld dabei. Ich nutze jetzt einfach nur gerade so ein bisschen. Ich mache jetzt gerade mehr oder weniger nur eine Überbrückungsphase, weil es dauert jetzt eine ganze Weile, bis wir diese 380.000 für den Elektro, für den Gasbus zusammen haben. Boah, da! Boah. Ich wollte jetzt in einem Rutschrei mal rum. Ihre Pünktlichkeit. Na, funktioniert doch. So, ich denke mal, dass wir noch ein, zwei Haltestellen fahren müssen. Das heißt, die Route fahren wir noch zu Ende, dann machen wir Feierabend, Leute. So, next one ist... Das ist die Heim. Oh! Upsi, ich war zu schnell beim Rausfahren. Ja. Vergesst es stehen lassen. Stimmt. Fahren wir am nächsten. Geld oder nicht. Das ist eine Witze, aber ja. Okay. Unsere Runde, die Pause und was ist noch mehr? Mein Dandy ist fast auf Stufe 7. So.
könnten sogar schon wieder einen weiteren Bus kaufen. Aber wir sparen ja jetzt. Jetzt für die Busse verdienen pro Runde 80.000. Jetzt geht es relativ zügig. Dann hoffe, dass ich vielleicht noch 2, 3, 4 Folgen habe. Dann haben wir den Gasbus und dann haben wir, fahren wir nochmal die Golden Island Runde. Sag mal, was machst du jetzt eigentlich da? Also ich mach das hier. Und dann haben wir soweit auch die Mission, die nächste Hauptmission durch. Sind wir scheiße, wie gelegt die Haltestelle. Oh, scheiße, scheiße. Guck mal, wie weit. Die haben wir noch 12 und 12, also die haben schon wieder die nächste Zeittag voll. Hey, jetzt sind wir doch alle mal mit. Und einige wird einsteigen. Halt, du bist nicht so gern, ich denke. Halt, halt. Mein Bauch. Okay. Nur mal davon kann einfach was verkackt haben. Achso, drei brauchst du. Einige halte ich schon auf der Strecke hier, das sind jetzt 9 insgesamt. Ein Bus kommt niemals zu spät. Und genau dann ein, der es beabsichtigt. Sehr schön, umso mehr, umso besser. So. Guck mal, da ist eine Fahrräder, also ich halt links und dachte, ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich halte aus, vorbei, das ist ja scheißegal gerade. Was ist jetzt? Ja, ja, das ist scheiß Schild, egal. Ich fahre. Das wird sich von euch so. Der Lachs beim. Hi. Keiner meiner Fahrkarte? Okay. Ich höre den Gespräch, du musst echt gerne zu. Nächster Halt.
Wiedersehen. So, checken wir mal, was die Fahrkarten hat, damit wir nicht irgendwie... Oh, das war die schlafende Fahrkarte. Wie schaffen die es nur, die Busse so sauber zu halten, sogar hier draußen? Beeindruckend. Ja, mehr ist Luft. Nächster Halt, West Oakwood Bay. So, dann machen wir die. Warte mal kurz. Das war jetzt der Plan. Ah, ne, der ist schon aus, okay. Das war jetzt der Plan, dann ist auch. Ich muss die jetzt auszumachen. Klatsch, natürlich knallt's. Boah, das ist 300 Euro! Ich bin gerade meine Karre gefahren. Hier ist mein Bus gefahren. Naja, passiert. So, okay, dann kommen wir zu den Haltestelle an. Ich kann dann aber morgen auf Feierabend. Für heute. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit den nächsten. Wenn ich heute nach Hause komme, werde ich erstmal zocken. Wiedersehen. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Next one, letzte Haltestelle. Nächster Halt, Lincoln Street. Keine Sorge, ich fahre dich ja nicht so, wie ich im Spiel fahre. Ja, dann hat er jetzt mich gehabt. Das war jetzt die nicht die letzte Haltestelle, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das wird mal aus. Die letzte Haltestelle ist die Lincoln Street und da sind wir gut dabei. So. Die nächste Folge geht dann mit Route 5 weiter. Ne, Route 6 ist es. Florida Avenue. So. Chinatown West. Aber irgendwo war Jetty Drive. Chinatown South, City Hall North. Limits.
Main Avenue, East, 3rd Street, Nimitz and 3rd, South, Seadrift Square, Regatta and Jetty, Matcher Middle School, St. Anthony Church, Regatta and Jetty, Jetty Drive, Jetty Drive. Jetty Drive kannst du schon wieder ausbauen. Habe ich nämlich gerade gemacht. Weil die Jetty Drive. Angefangen. Regatta, Regatta and Jetty. So. Die müssen wir nochmal bauen. South Regatta. Gut erstellen. Regatta and Jetty. South Regatta. Lake Anza Road. So, da, da, da. Nimitz and Seadrift. Sierra Street. 4th and Nimitz. Sierra Street. Transit Terminal. North Mall. Transit Terminal. Highlander Park Church. Nimitz and 3rd. Ja, möchte ich. Gut. 4th and Nimitz. Das war die auch wieder am Fahren. South Regatta. Nimitz and Seadrift. East 3rd Street. Gut. Street. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Routen der Stellen. Und es fehlen noch ca. 200.000. So zwei, drei Zeittage brauchen wir noch. Also noch ein bisschen abfahren. Und dann haben wir die Kohle zusammen mit den Geistbusen und fahren dann nochmal Dings. Und dann geht es weiter hoffentlich mit der nächsten Mission. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid beim Bus-Simulator.